Hallo, hallo, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen im 15 Production. Wie geht's euch? Ich wünsche Ihnen ein gutes Rutsch im neuen Jahr. So denn, unsere liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, heute, was wir euch brachten, etwas Neues. Ich wollte etwas Neues mit euch reden oder besser gesagt besprechen. Heute bringe ich etwas Neues oder etwas Besonderes, wo wir in diesem Production noch nicht mal gehört oder geredet haben. Und das war unsere Jungen und Erwachsenen in europäischen Ländern mit negativem Bescheid oder so besser gesagt als Sans-Papier. Und wie ist unser Leben damit, also so können wir durchführen als Sans-Papier, wie fühlt man sich oder wie lebt man als Sans-Papier in der Schweiz und anderen europäischen Ländern? Wie sehe ich darüber rede, weil ich eine von den Sans-Papier bin? Jungen heißen mega viel, also Jungen, wenn ich das Wort höre, ein junger Mensch, kann man viel ändern. Ein junger Mensch kann man viel machen. Also, jetzt gehen wir direkt auf die Thema, also heutige Thema in dem Fall. Junge heißt mehr als nötig. Jungen sind die Kräfte für die Veränderungen. Aber jetzt gehen mehrere unserer jungen Menschen nach einem schlechten Leben oder machen unnötige Sachen, nach Sucht oder Abhängigkeit von Drogen, Alkohol. Wofür oder wieso? Müssen wir das besprechen? Ich bin mich ganz sicher, dass jeder Mensch eigene Plan hat oder eigene Strukturen und jeder stellt sich auch vor nach morgen oder sagt, also nächste Woche oder nach 2 Jahren werde ich mal so aussehen oder werde ich meine Ausbildung fertig machen zum Beispiel. Jeder als Flüchtlinge hat Erwartungen. Ich weiß nicht, ob die Erwartungen falsch oder richtig sind, aber die Erwartungen, als in der Schweiz kam, ist ganz anders geworden. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Bekommst du denn Panik oder bekommst du nach deiner Wahrheit wissen, die Wahrheit tut weh immer, bekommst du Panik, du wirst ängstlich, unsicher und das ist auch nicht einfach, ein neues Zuhause zu finden. Obwohl du auch etwas schwieriges Leben erlebt hast, obwohl du auch durch Liebe, Weg nach Europa, dass jeder weiß, hoffentlich, dass es mega schwierig ist. Nach diesen schwierigen Zeiten oder schwierigen Weg haben wir immer eine Hoffnung. Zum Beispiel in der Schweiz lebte ich mal so. Dafür belohne ich mich so, dass ich mein Leben in Schwierigkeit gesteckt habe. Aber jetzt würde ich mal endlich mal belohnt oder bekomme ich etwas dafür. Aber schauen wir die Wahrheit mal an. Ein Land, wo du dich Hoffnung gemacht hast oder gehofft hast, ich werde in dieses Land mein Leben führen. Und dann sieht ganz anders aus. Dann wird sich innerlich traurig. Dann bekommst du auch keine Hoffnung. Du kannst nicht. Oder ich werde auch, du kannst nicht nach morgen sehen oder du denkst nicht, morgen wird anders. Man wird alles dunkel. Das Leben wird nur noch schwieriger. Wenn ich von mir rede, ich bin seit 2016 in der Schweiz. Nach meinem Weg nach Europa habe ich mal 6 Monate in italienischen Ländern, also Italien, gewartet. In dieser Zeit gab einen Resolution oder wie es heißt, es ist eine Organisation, wo sich alle Länder, europäischen Länder abgemacht haben, dass jede Flüchtlinge muss in Italien warten und dann muss es Fingerprint durchführen und nachher wird andere europäische Länder, zum Beispiel Deutschland oder Schweiz, geht selber in Italien und dann wird die Leute werden dann wieder abgeholt oder nach Schweiz gebracht oder nach Deutschland, nach Frankreich. Ich bin eine von denen. Ich habe 6 Monate lang in Italien gewartet. Nachher musste ich nach Schweiz kommen, weil die Schweiz mich ausgewählt hat. Dann bin ich in der Schweiz gekommen. Seit ich in der Schweiz kam, musste ich mit Endpapier, es ist ein Ausweis, eigentlich ein Aufenthaltsausweis, dass man jährlich muss man das erneuern. Dann habe ich mal 2 Jahre lang ohne Papier, nur noch mit den Endpapieren. Mit diesem Papier darf man nicht arbeiten. Etwas gründliche Schule zu finden ist auch ganz, ganz schwierig. Bekommt man nur noch 3 Monate einen Kurs. Nachher muss man einfach nur noch warten und warten. 2 Jahre lang verging. Ich rede ja von mir, ich bin im Kanton St. Gallen gewesen, in der Schweiz. Ich musste die Sprache lernen können, ich musste die Sprache beherrschen können. Und leider habe ich mal keine Schule oder keine Kurse gehabt, weil ich als Sans-Papier oder als Aufenthaltsausweis habe ich mal diesmal gehabt, bekam ich keine Chancen, zu einer Schule zu gehen oder einen Kurs zu machen als Deutschsprache. Ich durfte nur noch 3 Monate einen Deutschkurs machen. Und das war ganz, ganz kurz für eine neue Sprache zu lernen. Nach 2 Jahren in der Schweiz bekomme ich einen negativen Bescheid. Das heißt, ich musste raus von der Schweiz. Dann haben sie mich ein begrenztes Datum gegeben.
und ich darf niemals in der Schweiz sein, sonst kommen die Polizei und werden sie mich mitnehmen oder wegnehmen. Ich rede jetzt vor allem. Ich werde sagen, von diesem Datum, und dass ich die Bescheid bekommen habe, mein Leben habe ich mal gesehen, wie man nach runter sinkt, wie ich mich gefühlt habe. Und alle Menschen, besonders jungen Eritreer, wo ich kenne, nach diesem Bescheid oder nach diesem Datum, wo sie bekommen haben, sie müssen raus. Dann werden sie hoffnungslos, dann werden sie auch sehr aggressiv und bekommen sie Depressionen. Aber ich würde sagen, sie haben recht, weil sie haben andere Pläne gehabt. Sie haben auch die Pläne jahrelang gemacht und nach 2 Jahren bekommen sie eine neue Erwartung. Dann sagen sie, nein, jetzt müssen sie raus von der Schweiz, jetzt müssen sie ein anderes Leben mal führen. Jetzt müssen sie ein neues Plan durchführen. Euer Plan geht nicht mehr oder die Hoffnungen werden einfach abgebrochen oder zerstört. Nach diesem Papier, also nach diesem Bescheid bekommen, negativen Bescheid, habe ich mal kurz in der Schweiz gewartet. Ich habe probiert, einen Anwalt zu machen. In der Schweiz gibt es eine Organisation, wo man HEX heißt, tut man die Flüchtlinge helfen. Bin ich dort gegangen, dann habe ich auch probiert, habe ich mit ihm geredet, habe ich ihm gefragt, was kann ich tun? Er hat gesagt, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Er konnte mich auch sogar nicht mal weiterhelfen. Er wusste auch gar nicht, weil mein Papier steht, ich muss raus von der Schweiz und begrenzt Datum. Sogar in meinem Papier ist gestanden, ich darf keinen Anwalt machen. Dann habe ich ihn gefragt, darf ich denn von der Schweiz rausgehen? Darf ich nach Holland oder andere Länder gehen? Er hat gesagt, du darfst gehen. Oder du kannst auch gehen, besser gesagt. Aber man wird dich wieder zurückholen, wenn du Chance hast oder wenn du einen wirklich Glück hast, dann bekommst du in Holland eines als Flüchtlinge Aufenthaltsraum oder eines neues Leben, aber es wird dich wieder zurückbringen, weil ich habe hier einen Fingerprint gehabt. Ich habe in der Schweiz Dokumenten gegeben, dass ich Eritreer bin. Es gab viele Dokumente, wo ich mein Land mitgebracht habe. Sie haben mir gar kein einziges Papier gegeben von denen. Sie haben mir nur noch Kopie gegeben. Die Original tun sie als selber behalten. Habe ich mich gefühlt als wertlos, keine Hoffnung, keine etwas Neues zu beginnen. Es war alles zu. Ich habe mich gefühlt in einem Gefängnis, ohne Fenster und ohne Türe. So dunkel, Einsamkeit. Sogar habe ich mich gefühlt, dass ich von ganz Welt ganz allein lebte. So einsam habe ich mich gefühlt. Ich bin lange in Facebook hängen geblieben, habe ich mal meine Zeit dort verschwunden, weil als junger Mensch, wenn ich das sehe oder wenn ich das so sehe, würde ich mal sagen, nein, so müssen wir auch nicht sein, weil wir sind junge Menschen, wir können auch etwas anderes machen, wir können etwas Neues machen, wir haben noch Zeit, wir haben noch Kraft, wir haben noch Hirn. Und ehrlich gesagt auch, wir sind anders, wir sind nicht so, wir sind nicht so solche Menschen, wo sie gar nicht machen, sondern wir sind anders. Aber ich würde das weiter erzählen, dann bin ich weggegangen. Es gab keine andere Möglichkeit, dann bin ich weggegangen. Auf diesem Zeit darf ich sogar gar nicht mal in mein Zuhause oder in eine Asylherkunft darf ich mal nicht mal sitzen, weil sie haben gesagt, ich muss raus. Sie haben sogar so festgelegte Datum gegeben, dass ich raus musste. Ich habe kein Zuhause gehabt, wo ich schlafen können. Ich habe kein Dach über meinem Kopf gehabt. Dann bin ich nach Frankreich gegangen und meine Idee wäre eigentlich, von Frankreich nach England zu gehen. Aber dann habe ich mal überlegt, mein Leben habe ich mal einmal in eine große Schwierigkeit gesteckt. Das war mein Weg nach Europa, durch Libyen, Sahara und Lampedusa und solche Sachen. Und jetzt wollte ich auch nicht wieder mein Leben in solche gefährlichen Sachen riskieren lassen, wo ich von Frankreich nach England versteckt in einem Wagen, bis ich keinen Atemzug bekomme, musste ich dort stecken bleiben und bis England noch warten. Dann habe ich mal überlegt, ich will das mal nicht mal riskieren, weil ich wollte nicht mein Leben noch das zweite Mal riskieren, dass ich weiß doch gar nicht, ob ich sterbe oder lebte und ich wollte wirklich nicht ein zweites riskieren machen. Deshalb bin ich wieder von Frankreich nach Holland rückkehrt oder zurückkehrt, ehrlich gesagt, besser gesagt. Als ich in Holland ging, habe ich mal ganz anders gehört oder ganz anders erlebt. Dort gab es als V-Regel oder so heißt, also ganz anders als in der Schweiz. Dann habe ich mich gefragt, was ist dann jetzt wieder? Dann haben sie mich gesagt, erste Land, wo man auf Land kommt, zum Beispiel wenn man Fingerprint hat und sogar Interviews durchgeführt hat, muss man entweder zurückkehren, muss man etwas machen, dass man dort bleiben kann. Zum Beispiel, wenn es auch die Land einen negativen Bescheid gibt, zum Beispiel wenn es Schweiz einen negativen Bescheid gibt, dann muss ich dort bleiben, verstecken bleiben.
Weil ich als Flüchtlinge habe sie mich in der Schweiz Interviews durchgeführt, da mussten sie mich unbedingt mich akzeptieren können. Aber das war nur in Holland so, aber in der Schweiz habe ich mal das noch nie gehört. Sie muss meinen, die Land, wo ich mich Interview durchgeführt habe, die Land, wo ich Fingerprint gegeben habe, sie muss meine Verantwortung tragen können, damit ich in der Schule ging, damit ich eine Arbeit finden und mich ein Dach über dem Kopf stellen können und mich auf die Beine zu stehen helfen. Aber das gab nicht hier. In Holland habe ich etwas 5 Monaten gewartet und dann nichts machen, nur noch warten. Dann bin ich selber nach Schweiz zurückgekehrt, weil ich habe keine Hoffnungen in Holland gesehen, dass sie mich wieder akzeptieren, weil ich habe sowieso in der Schweiz Fingerprint, werden mich eh nicht akzeptieren. Dann habe ich mal gesagt, ich jetzt riskiere mich, dass ich in der Schweiz wieder zurückkehre und schaue ich, was mir passieren könnte. Dann bin ich wieder in der Schweiz gekommen. Als junger Menschen habe ich mal gefühlt, dass ich meine Zeit, meine Kräfte, alles werden unnötig einfach verschwinden und ich mache es nicht, ich muss dann nur noch warten und die Zeit kann man nicht halten, die Zeit geht immer nur weg von mir. Nicht nur ich, dass ich als Sans-Papier, sondern ich sehe mega viele Leute in der Schweiz, sogar eine Aufenthaltsbewilligung haben, sie dürfen in der Schweiz leben. Diese haben sogar keine Hoffnungen mehr, sie können gar nicht arbeiten, weil sie werden einfach untergedrückt. Die Druck, wo man im Kopf stellt und die Druck, wenn man lang warten muss, 3 Jahre, 2 Jahre, nach 3 Jahren gibt die Hoffnungen. Wenn man 3 Jahre lang gewartet hat, nach 3 Jahren muss es etwas haben mussten oder etwas negativ wie ich. Oder wenn man Papier bekommt, also Aufenthaltspapier, dann kann er nicht direkt arbeiten, weil er hat keine Schule gehabt vorher, er weiß nicht, was machen muss. Und trotzdem sagen denn, die Eltern können sich nicht arbeiten. Die Leben hängen bleiben. Ich glaube nur an das. Die Geheimnisse von Erfolg ist ein Jungen. Jungen Menschen sind die Geheimnisse für einen Erfolg. Die erfolgreichen Menschen sind Jungen. Die sind eigentlich die Geheimnisse, die Schlüssel, für man Erfolg man finden kann. Dann bin ich in der Schweiz zurückgekehrt. Ich lebe jetzt noch in der Schweiz auch. Dann bin ich in der Schweiz zurückgekehrt. In der Schweiz hat man überall Angst. In jeder Ecke gibt es Security oder Sekretärs oder Polizei. Und man hat Angst, dass man fragt, nach Papier, also wir würden immer gefragt, hast du ein pa wo ist dein Ausweis? Ich wollte deinen Ausweis sehen. Dann habe ich mal Angst gehabt, dass ich gefragt werden muss. Du musst auf deine Schri auf deinen jede Bewegung achten müssen. Zum Beispiel, wenn ich im Bahnhof bin und wird etwas im Bahnhof passieren, dann würde ich als Sans-Papier würde ich mich Polizei mich wegnehmen, obwohl ich gar nicht gemacht habe, weil ich habe keine Papiere, ich bin Sans-Papier und die werden sie mich verhaftet. Dann werde ich mich verhaftet, weil ich Sans-Papier bin, obwohl ich gar nicht gemacht habe. Deshalb musste ich gar nicht im Bahnhof oder in große Sachen gehen. Ich muss einfach also versteckt bleiben können, mich einfach zu schützen. Es war eine Schutzreaktion, wo ich machen musste. Ich darf nicht in die Öffentlichkeit gehen. Bis jetzt, was ich meine große Angst ist, dass ich in der Schweiz nicht krank werden muss, weil ich habe keine Krankenkasse. Ich darf nicht im Spital gehen und mich als Mediziner versorgen lassen, weil ich habe keine Krankenkasse. Nicht nur ich. Ich kenne viele Leute, wo sie Angst haben, dass sie nicht krank werden mussten, dass sie müssen so groß beachten müssen, dass sie nicht krank werden, weil sie werden nicht medizinisch versorgt, sie werden nicht geholfen mit Medizin ist reich, weil sie haben kein Papier und sie haben keine Krankenkasse. Und wenn sie krank werden, dann sterben sie zu Hause. Die Wahrheit ist so, es ist die Wahrheit, ich muss die Wahrheit sagen. In der Schweiz, wenn man Aufenthaltsbewilligung hat, dann bekommt ihr eine Krankenkasse. Aber als Sans-Papier hat man keine Krankenkasse mehr. Wenn man krank wird, hat er Pech gehabt. Sogar wenn man N hat, N ist die Aufenthaltsausweis, die man nach einjährig, also ein Jahr wechseln musste, wenn man am Warten ist, nach Befragungen. Dort haben wir sogar eine Krankenkasse gehabt. Wenn du ein Sohnpapa bist, du hast keine anderen Möglichkeiten. Du darfst nichts machen. Du bist einfach nichts. Du bist einfach kein Wert mehr. Hier werden unsere jungen oder erwachsenen Leute verletzt. Wie ich vorher gesagt habe, bis jetzt habe ich immer nur große Angst, dass ich nicht krank werde, sonst sterbe ich dann im Stich. Aber dein Leben macht dich selber krank. Deine Depressionen wird dich einfach innerlich fressen. Einen großen Stress oder eine große Depression, wo man kann man nicht forschen lassen, die kann man nicht mal schlafen, essen sowieso nicht. Das ist selber eine große Diagnose, wo man hat, wenn man eine große Depression hat. Depression ist eine Diagnose, die wir hier in der Schweiz gesteckt haben.
Was meine Mutter immer gesagt hat, zum Gott sagen wir nicht, bitte Gott, sag, lass mich nicht krank werden, sondern Gott sagen wir immer, bitte Gott, lass mich nicht also töten oder sterben lassen. In dieser Zeitpunkt hat sich alles verändert. Jetzt hoffe ich mal, die sterben, damit ich kann mindestens in mein Land gehen und meine Seele dort sterben lassen oder beerdigen lassen. Hier ist nicht einfach zu sterben, hier hofft man nach Sterben, hier betet man nach Tod, damit man endlich kann nach sein Land gehen kann und einfach dort beerdigen. Eine Person oder auch Flüchtlinge ist auch eine Person, braucht man Grundlagen. Es gibt immer Grundlagen. Die Grundlagen sind Essen, Trinken, Atmen, Schlafen und mindestens eine Krankenkasse haben, wenn man krank ist. Seine Diagnose wissen können oder medikamentös behandelt werden können. Eine Person braucht man ein Zuhause. Obwohl auch in der Schweiz nicht einfach wird, aber auch wenn man arbeitet, braucht man ein Zuhause. Ein Dach über dem Kopf brauchen wir alle, nicht nur ich, sondern alle brauchen wir ein Dach über unseren Kopf, das ist auch richtig. Ja, du brauchst Essen, Trinken und mindestens arbeiten können. Kann man nicht 24 Stunden im Bett bleiben und nichts machen oder nichts tun können. Das ist nicht einfach. Unser Gehirn wird einfach Hemiplegie, sagen wir auf pflegerische Maßnahmen, aber es wird Lähmungen passieren. Unser Hirn kann man lähmen, wenn man nur noch lange nichts macht und im Bett bleibt und im Bett hängt, weil man darf nichts machen. Das ist nicht einfach. Überlegt mal euch noch, ob ihr von eurer Nase weg, was würde passieren, wenn ich 24 Stunden nur noch sitzen bleiben kann und nichts tun. Und meine Zellen, wo im Hirn sind, die werden auch tot oder Lähmungen, die werden einfach gelähmt. In der Schweiz kann man auch schwarz arbeiten, aber die Schwarzarbeit ist nicht einfach. Man kann nicht so schnell Schwarzarbeit finden und zweitens ist es illegal, weil es ist auch mega gefährlich als so ein Papier. Wenn man illegal gefunden wird, dann wird das Leben auch nur noch schwieriger. Es ist unmöglich zu glauben, seit ich in der Schweiz jetzt bin, also nach Holland, dass ich in der Schweiz kam, also etwa 6 Monate oder 8 Monate bin ich hier in der Schweiz jetzt wieder. Bis jetzt schlafe ich mit meinen Kolleginnen. Ich habe kein Zuhause oder ich habe kein Dach über meinen Kopf. Hier gibt es eine Asylherkunft im Zangalen. Die Asylherkunft ist mega gefährlich. Die werden Leute dort abhängig mit Sucht nach Alkohol und anderen Sachen, weil es ist ein Gefängnis. Man kann nicht einfach erklären, es gibt immer Gefängnis, wo immer Gefängnis bleibt. Aber dort ist ein Gefängnis, wenn man Freiheit hat, hat man Freiheit, aber trotzdem ist unter einem Druck. Es ist einfach immer im Gefängnis, man fühlt sich, ich bin gefangen, so wie ein Netz gefangen. Ich kenne viele Leute, die in dieser Asylheim jetzt lebten und die sind abhängig geworden nach Suchten. Sie haben kein normales Leben. Entweder sind alkoholabhängig oder die sind nach Gras oder anderen Sachen abhängig. Und das Leben wird nur noch schwieriger und das Leben sinkt nur noch nach unten. In dieser Asylheim oder Asylherkunft darf man von 6 Uhr am Morgen bis 18 Uhr am Abend draußen bleiben. Aber ab 18 Uhr wird zu. Deshalb muss man vor dem 18 Uhr dort sein, sonst wird zu und dein Geld wird nicht mal abgegeben, die 7 Franken pro Woche oder so. Ja, ich kenne eine Frau, die in Zanganitz lebt, auch Erdreherin, genau wie ich. Sie ist seit 5 Jahren in der Schweiz. Sie ist auch so ein Papi. Sie hat 2 Kinder, 3 sogar, glaube ich. Sie ist einfach hier dort einfach hängen. Also sie bleibt einfach nur noch sitzen, weil sie kann nicht anders tun. Aber es ist mega unfair, das Leben wird nur noch unfairer. Sie ist noch eine Mutter mit 3 Kindern. Und die Kinder brauchen Grundschule, die Kinder brauchen Tasche, die Kinder brauchen auch genau wie eure Kinder oder eure Kinder. Sie brauchen auch Essen, Trinken. Aber hier ist alles wertlos geworden. Das Leben ist nach Franken angeschaut werden. Das Leben wird einfach nur noch nach Franken. Und die Menschlichkeit wird einfach hier abgeschoben. Ich war selber alkoholabhängig geworden in dieses Asylheim oder Asylherkunft. Ich bin auch dort nach alkoholabhängig geworden, weil ich habe keine andere Wahl gehabt, wo ich mich verstecken lassen kann. Wo ich meine Hirn einfach so
betäuben kann, genau wie eine Betäubungsmittel, wo man einfach schlafen kann, ohne nichts zu denken. Weil es gab nicht keine Nacht, wo ich nichts denken konnte. Ich ganze Nacht muss ich denken. Nachdenken, nachdenken, immer noch. Hier werden unsere Jungen und Erwachsenen, also besonders Jungen, werden einfach hier zerstört. Sie haben Druck und sie müssen alles lernen können von Anfang an. Und niemand tut euch uns helfen, sondern die werden auch uns unter Druck nach Sonpapier oder kein Papier oder sagt man, du musst jetzt raus von der Schweiz, nach die Hoffnungen, nach ein paar Jahren. Ich würde sagen, die jungen Leute, die sich jetzt in dieses Leben oder in diesen gefährlichen Zeit stecken, die Ursache, die große Ursache, würde ich mal sagen, es ist keine die selber, weil die sind minderjährig, die sind junge Menschen, die wissen auch ganz genau nicht, was sie entscheiden müssen, was, welche entscheiden, dass sie ihnen am besten helfen kann. Die sind jetzt in Pubertät und die können sich gar nicht mal so gut denken und auch nachdenken und die Entscheidungen treffen. Und die werden sogar noch auf diese Teil oder Zeit werden auch noch mit negativem Bescheid oder mit, die bekommen ein Papier, wo man sagt, du musst raus von der Schweiz. Und nach 3 Jahren oder 4 Jahren, 5 Jahren warten in der Schweiz, hat man wie ein Zuhause gefühlt und man muss damit trotzdem rausgehen. Das ist kein einfaches Leben. Wir brauchen Nothilfe. Wir müssen eine Organisation finden, wo uns kann man helfen und uns gegenseitig unterstützen müssen. Weil so kann man keinen Mensch leben. So kann man auch keine Tiere behandelt werden. Nicht nur Mensch, sondern Tiere werden auch nicht so behandelt.